Stolz präsentiert Oldtimer-Sammler Nissen aus Übersee eine seiner rollenden Raritäten aus dem Jahr 1932. Das sind die Volkswagen-Autos gewesen in England. Und das ist der Audi aus den 10, der hat praktisch etwas mehr PS, der hat ein Schiebedach, der hat 4 Türen und all solche Sachen. Und das lässt sich wunderbar fahren. Insgesamt 7 selbst restaurierte Oldtimer stehen bei dem 88 Jahre alten Sammler noch in der Fahrzeugscheune. Zum Beispiel ein besonderer Daimler aus Großbritannien, Baujahr 1934. Oder ein Austin 7 von 1932 mit 17 PS. Wenn ich denn ein Auto fertig hatte, das auch über den TÜV gegangen ist und so weiter, das konnte ich dann verkaufen. Und dafür habe ich dann die nächsten Schrott wieder gekauft. Also immer so. Hauptsache, es gibt etwas Aufwendiges zu restaurieren. So war zum Beispiel dieser Rolls-Royce von 1929 in einem wirklich erbärmlichen Zustand. Die Vorderachse war nicht in Ordnung, der Motor. Ich habe den Motor vollkommen auseinander gehabt. Da waren die Verdecks, die Sitze, alles, das war alles nicht da. Das habe ich mit Leder alles nachgemacht. An der Wand hängen übrig gebliebene Ersatzteile, gut sortiert. Tachometer, Hupen, Scheinwerfer. Diese hat Dietrich Nissen auf Schrottplätzen gefunden. Denn er brauchte so einiges, um seine 4-rädrigen Schätze fahrbereit zu machen. Und dann habe ich 1970 den ersten Oldtimer-Club in Schleswig-Holstein gegründet. Und da habe ich natürlich Zulauf gehabt aus ganz Deutschland. 30 Jahre bin ich Vorsitzender gewesen. Im Veteranenclub Nord, der übrigens jetzt noch als Interessensgemeinschaft besteht. Die Clubarbeit hat Nissen viel Spaß gemacht. Die verbliebenen Oldtimer, für ihn eine schöne Erinnerung an eine aktive Zeit. Wenn man da Freude dran hat. Und ich habe auch Freude gehabt zum Restaurieren. Ich war immer neugierig, kriege ich das zurecht oder nicht? Denn besonders schön ist es, wenn die Motoren störungsfrei laufen.